Herausforderung. Wie ist eigentlich unser Ruf? 15, okay. Nun gut. Rival Tauschmann, stets zu Diensten. Man kann in ganz verrückten Verklickt. Im Abenteuermarkt gut. Einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Ja, der Anker kann weg. Das verfluchte Schwert ist 300 wert. Aber das gibt Geld. Ja, was immer ihr wünscht. Also jetzt hätten wir schon mal genug Geld, um den den Todeswolkenstab neu einzutauschen. Gut. Das heißt jetzt gehen wir in den Tempelbezirk. Erstmal in die zum Orden des strahlenden Herzens wegen der Vierkack-Sache. Ob es da noch was zu sagen gibt. Und dann, ja, in die Kanalisation, würde ich sagen. Dort haben wir ja immer noch einen Teil nicht erkundet und wir können uns dann in den Kult des Augenlosen reinschleichen. Mehr oder weniger. Natürlich. Weil dann können wir auch endlich mal unsere Priesterfestungsquest machen. Nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Ihr seid mir mehr als willkommen. Ich mache mich auf den Weg, ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. Also ja, erstmal hier unten hin. Ja, Tempel von Talos, Helm und Latande. Ich werde mich wahrscheinlich dann dem Helmtempel anschließen, weil ich habe mal gespickt, in der Kleriker-Quest muss man sich einem der drei Tempel anschließen, sobald man eben das Augenquest, also das, den Kult der Augenlosen, abgeschlossen hat. Oh ja, die bewachte Anlage haben wir auch noch nicht angeguckt. Ich glaube, die sollten wir auch nicht rein, bevor wir nicht dazu aufgefordert werden. Seid gegrüßt. Nein, noch nicht. Okay, das war der mit dem Paladin. Mögen die Götter euch gnädig gesonnen. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Fechter Helms. Ich strecke euch die Hand zum Fechter Torms. Der hat nichts zu sagen. Das sind nur ein paar Ordensritter, die nichts zu sagen haben. Hier oben noch jemand drin? Nö. Und ja, hier hinten halt noch der Knappe. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Guten Tag. Ja. Okay, nichts Neues beim den Helms. Ich stimme beim Orden des strahlenden Herzen. Ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Ja, dann heißt es jetzt wohl die Kanalisation. Von der Kanalisation aus können wir auch viele Dinge machen. Was möchtet ihr? Dumm, die Dummen. Ja, wir haben schon viele Erfahrungspunkte. Die beiden brauchen halt, sollten halt Stufe 11 ungefähr haben. Sie vielleicht sogar schon Stufe 12. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Aber sollten wir hinkriegen. Ja, Shimo kriegt eh bald ein Level ab. Eri auch. Yahira könnte eine Weile dauern. Deswegen mal alle hier runter.
Gut. Wie gesagt, hier im Norden waren wir noch nicht. Und der geheime Eingang führt uns zu dem Magierversteck. So, da kann ich euch mal zeigen, was hier im Norden ist, was ich eigentlich gemieden habe. Ein schluckstarkes Röhrenbier. Was ist das? Was ist das denn? Fremde unter uns? Wessen Job war es, Wache zu halten? Unser Versteck ist jetzt auf jeden Fall hinüber. Verständnislose Blicke von allen Seiten. Also gut, ich allein bekomme den Gewinn. Ihr da, rückt die Beute raus oder ich spalte euch den Schädel. 1000 Goldmünzen sollte reichen. Keine Chance, ich bezahle nicht dafür, dass ich hier einfach nur lang gehe. Ich will keinen Ärger, können wir uns nicht einfach einvernehmlich trennen? Na gut, hier habt ihr euer verdammtes Gold. Ich schlage vor, ihr reicht mal besser euer eigenes rüber, sonst reiße ich euch vom Fleck weg aus dem Leben. Ich will einfach nur hier lang gehen. Dann werdet ihr unter der Macht meiner Axt fallen. Vielleicht gebe ich Galshobia und Draug ein Stückchen von euch ab. Ja. Die sind ein bisschen aggressiv. Fragt nur. Ich warte auf euren Befehl. Deswegen ein bisschen buffen. Braucht ihr etwas? Baccio, Baccio, Ferre. Ja. Das sollte schon fast reichen eigentlich. Ich mache aber noch Schutz vor dem Bösen an. So. Dann wollen wir doch mal sehen. Okay. Du bannst hier mal schön sauber. Ballerst mal auf den da. Nein, du bannst lieber erstmal Furcht. Das hat jetzt saumäßig gut geklappt. Ich helfe, wo immer ich kann. Ah. Okay. Das war ja hier, oder? Okay, Furchtbann nicht vergessen. Ich brauche ein schluckstarkes Röhrenbier. Ja. Zurückziehen. Meine Laune ist schon schlecht. Für die Gefallenen sein. Keine zweite Chance. Das ist weniger schön, dass sie jetzt schon alle. Ein bisschen aggressiv sind. Die Dienerin der Natur ist bereit. Du verschwimmst mal, dass du schwerer zu treffen bist. Oh, Klingenmauer, das ist nicht so gut. Das ist Minsk, ja. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. So,
Jetzt fehlt nur noch der Magier hier, der nervt. Und wir können Magie bannen. So, Vince ist noch festgehalten, das ist nicht schlimm. Ich heile jetzt erstmal ein bisschen durch. Könnte mir Bo noch mitten auf dem Schlachtfeld entgleiten? Ist vielleicht zufällig ein Heiler in der Nähe. Haltet durch, großer Krieger. Wir werden euch so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Ja, das wäre das Beste. Ich soll nicht zulassen, dass das böse, leichte Spiel mit einem geschwächten Minsk hat. Wir müssen für den kommenden Kampf so stark wie möglich sein. Mhm. Du heilst dich mal weiter. Ich bin bereit. So. Sprecht frei heraus. Dann weiter Minzkeilen. Die Dienerin der Natur ist bereit. So, mittelschwere Wunden heilen auch euch selber noch. Und du kannst jetzt auch noch benutzen. So, jetzt können wir uns noch angucken, was die da sehr viel schönes Zeug haben. Oh, nebenbei. Tun wir das erstmal zu Minsk angeschmeide. Was wäre so noch? Der nicht, der da aber. Der Ring und hier nichts. Und die Halskette noch. Und die beiden Ringe noch. Okay, ich muss doch nochmal zu einem Händler gehen. Ich habe so viel Zeug. Hey, mit Schutz vor Bezauberung. Träger ist immun gegen Bezauberung. Das... ist wohl das Beste für Minsk. Lindwurmschwanz plus 2. Pflegelstreitkolben. Habe ich ein ETW von 6 mit dem? Mit für dem habe ich 5, also eigentlich kann der weg. Kleiner Schild noch wahrscheinlich ein. Nö. Gut. Talisa, gucken wir noch weiter, was so. Noch ein bisschen Geschmeide bei dem. Geld und Geschmeide bei dem. Wir sind allesamt Helden. Eine Peitsche. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Hm. Welche Stufe? Grad 7? Wow. Da habe ich ja fast noch gar keine Zauber. Ich kann sie noch nie mal. Euer Wunsch ist so. Du hattest nur Geld dabei. Das war wohl, ja, das war der Schlüssel. Ja, nun gut. Ja. Er zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ich bin bereit. Ich will mal kurz speichern und gucken, was hier nochmal war. Ich habe nämlich so eine böse Ahnung, was hier war.
Ja, das ist der. Mhm. Gut. Das verlassen wir sofort wieder. Ihr müsst eure Gruppe erst. Das hier ist nämlich der Illifiden, der Gedankenschinder Dungeon, wenn ich mich noch richtig erinnere. Gut. Wenn ich jetzt auf meine Stoppuhr gerade gucke, ist es wieder an der Zeit zu speichern. Wir würden uns überlegen, Tag 24 bis Tag 28, ja, wir haben wirklich 2 Tage verbraucht. LP 020 mittlerweile. So, und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.